Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ich versuche immer noch hier eine Idee reinzubringen, wie wir das Ding zum Fliegen kriegen. Und jetzt bin ich gerade noch beim Gucken, ob wir nicht einfach alles in eine Stage packen können. Ist natürlich nicht so einfach, aber man muss mal gucken, ob das funktionieren würde. Dafür muss natürlich Sauerstoff und alles auch noch gepackt werden. Eine weitere Kombination. Jetzt müssen wir natürlich gucken, Verbindungselemente. Oh, das ist alles so eng immer. Wir müssen auf jeden Fall eine geringere Pumpe nehmen. Die Pumpe, die ich da wieder eingebaut habe, war schon wieder vollkommen übertrieben. So, gibt es die kleine Pumpe. Jetzt kann man rein theoretisch vom Sauerstoff auch die große Flasche nehmen. Und wenn ich jetzt noch die nehme, kann ich dann trotzdem... Ah, ich kann keinen Doppelinjektor verwenden. Das ist halt der Scheiß. Ich brauche einen Doppelinjektor, wenn dann. Ansonsten bringt mir das nichts. Ja, dann wird es halt so sein, dass wir jetzt hier... Das so führen, dich hier so rumführen. Das hier ranführen. Und zwei von den Pumpen. Auf die Idee bin ich gerade gar nicht gekommen, aber zwei von den Pumpen zu führen. Schauen wir uns das mal an. Sozusagen eine One-Stage-Rakete. Ganz im Sinne von ihren, von keine Ahnung wen. Let's go. Mehr Power, noch mehr Wucht. Sollte ja super sein, oder? Das sollte doch genau das sein, was sie wollen. Okay. Wir drehen uns. Kriege ich Boost drauf. Na komm. Es wäre natürlich genial, wenn das jetzt so funktionieren würde, aber ich glaube es halt so absolut nicht, dass das funktionieren könnte. 4. Wir haben halt schon ordentlich Boost drauf. Wir bräuchten noch einen Sauerstoff jetzt. 6. Komm schon. Ah. Nein! Nein! Uns fehlen 0,54 Kilometer pro Sekunde. Was? Es ist unangenehm. Das ist unangenehm. Er hält halt tonnenweise Kilogramm. Experimenteller Biotreibstoff. Das Problem ist ja, wie kriege ich das Ding dazu, noch schneller zu sein, noch besser. Pumpe braucht 53, das kriegen wir ansatzweise so hin.
krieg auch nicht mehr Sauerstoff in die ganze Bude rein. Wenn mir dafür das Zeug fehlt. Der kostet 40. 14, aber der hat tonnenweise Treibstoff, der nicht. Da habe ich auch nicht so viel Treibstoff drin. Der hat eine geringe Durchflussrate. Ist doch alles ein Scheiß. Es muss doch einen Weg geben, wie man das Ding schneller kriegt, oder? Es muss doch einen Weg geben, rein theoretisch. Weil so knapp vom Ziel, das gibt's doch gar nicht. Die Rutschenteile wiegen, wenn ich mir das so anschaue, jetzt schauen wir uns mal das lange Rohr an. 24 Kilo, das holzlange Rohr, das dicke, wiegt 6 Kilo. Wenn ich mir jetzt, ich muss mal hier. Ist halt auch nichts im Vergleich. Das ist das Problem. Was ist mit den NSA-Teilen? Die sind halt auch nichts im Vergleich. Aber was ist, wenn wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen runterkommen und sozusagen kleiner denken würden? Probieren wir es mal. Zugespitzte Füße, aber ich will jetzt kleine Flügel. Ich will jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich rein theoretisch das jetzt als Rakete nehme. Ich muss Sauerstoff einpacken. Ich brauche Treibstoff in länglicher Form. Das geht zum Beispiel schon gar nicht. Und dann könnte ich das irgendwie machen und dann müsste ich drunter noch das Triebwerk einbauen. In dem Fall ja irgendwie jetzt so sein müsste. Dann bräuchte ich oben einen Injektor, den ich erstmal drehe, dann frei bewege und versuche dort einzupassen. Das geht schon mal. Dann brauche ich aber ja noch hier so einen Verbinder in dem Fall. Als ob ich das hinkriege. What? Wenn ich das jetzt zum Start mal schicke. Nope. Habe ich irgendwas übersehen? $5, ich habe eh halt nichts enthüllt. Furz. Habe ich irgendwas vielleicht in den Kommentaren, was man machen kann? Vielleicht mit der Schwebekatze zum Beispiel. Ich habe ja jetzt nie die Dinge durchgeguckt. Das Problem ist, ich weiß halt null, was ich machen könnte. Was soll ich denn machen?
Okay, das ist jetzt halt die Herausforderung. Das Ding hat 6000. Das hat 3000. Das sind noch 1400. Das ist 2,2. Das hätte sogar 2,2 Schubkraft. Man kann jetzt natürlich auch mal versuchen. Ich will trotzdem aus Rutschenteilen bauen, weil die funktionieren gut. Rundes Rohr, warum das auch jetzt immer so ist. So, und dann oben zu. Ich will mal probieren, wie weit es der kommt, nur mit der Stage. Ich gebe ihm jetzt mal so wenig wie möglich. Bedeutet Treibstoff. Und Sauerstoff. Und nur die Hefty-Dandy-Pumpe. Das ist halt so brutal teuer alles. Warum darf ich nicht so viel verbauen? Das regt mich immer noch auf. Und dann drunter noch ein Rutschenteil mit dem heftig geilen Triebwerk drin. Und mir fragt, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt einfach doch mal das einbaue? Das Problem ist ja, ich könnte ja nicht mal was anderes verbauen, weil einfach mir die Punkte fehlen. Let's try what happens. Jetzt auch keine kleine Rakete, aber trotzdem probieren einfach mal. Ich glaube, das Ding hat ein bisschen überreagiert. Jo. Das hat nicht mehr funktioniert. Und wir haben den Payload verloren. Warum fliegt das denn jetzt so schräg? Vielleicht sollten wir versuchen, das Ganze einfach zu legen mal. Nein, nicht so weit. Aber das ist sozusagen die hier legen. Hier umdrehen. Und die Verbindung dann hier unten durchführen. Das funktioniert aber auch nicht. Weil eine Tank drunter ist. Das ist natürlich scheiße. Rutschenteile und nehmen die Flips hier. Und starten das Ding nochmal. Ich weiß nicht, was die Rakete vorhat, aber okay. Und sie zerbricht einfach. What? Instabiler Flugwinkel aufgrund mangelnder Flossenstärke für Schubstärke. Die Rakete ist aufgrund einer schwachen Struktur auseinandergebrochen. Okay, die Pumpe ist zu übertrieben. Ohne Pumpe passiert was?
dass er irgendwie noch mehr kippt. Hä? Warum kippt die? Sitzt du nicht gerade in der Mitte oder was? Also Pumpe ist schon mal essentiell. Die Frage ist natürlich, wie viel Pumpe ist essentiell? So, bauen. Ah, Neustart. Und es geht schon wieder schief los. Juhu! Das Ding fliegt ja nur noch schief. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Sauerstoff wie Treibstoff. Okay. Auch interessant. 2,3, niemand sollte die Hälfte. Okay, Ben, zurück zur Konstruktion. Jetzt tun wir mal die zwei reduzieren auf zwei simple Sauerstofftanks. Wie viel halten die? 28 Kilogramm, 105. Okay, dann werden die wahrscheinlich absolut gar nicht reichen. Aber es interessiert mich jetzt einfach. Wir müssen jetzt halt wirklich so Step by Step einfach testen und gucken, was passiert. Und Start. Ja, der Sauerstoff verschwindet slot jetzt. Aber wenn ich mich nicht irre, rein theoretisch, logisch gedacht, ne? Sollte doch in der ersten Stufe Sauerstoff nicht so wichtig sein. Weil wir innerhalb von der Atmosphäre noch sind. Aber sobald wir sozusagen die Atmosphäre verlassen, müsste es ja wiederum wichtiger sein. Bedeutet, rein theoretisch könnte ich die ganze Konstruktion hier auf ein Zehntel reduzieren, indem ich einfach alles auf eine sozusagen Booster Stage reduziere. Mit einem Tank in der Mitte, der sich hier anschließt und so fliegt, oder? Let's try. Müssen wir zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Zu einem halt sehr, sehr ähnlichen Ergebnis, denke ich. Mir geht es ja jetzt herauszufinden, wie verhält sich das Spiel bei bestimmten Sachen. Okay, ja, wir kommen zu einem relativ ähnlichen Ergebnis. Nicht zum gleichen, aber zum relativ ähnlichen. Weil wir natürlich auch in eine hohe Atmosphäre hochschießen. Aber es ist gut zu wissen. So, bedeutet... Triebwerk, was jetzt? Und du bist jetzt das Große hier. Aber dieser glöckenförmige, du kostet 60, du kostet 20, hat 220. Das ist immer noch trotzdem gleich viel in dem Fall. Das ist 70. Bedeutet, wenn ich jetzt rein theoretisch, kinetisch hier oben ein Ding dran mache, mit Rutsche. Einem Triebwerk. Oh, in diesem Fall sogar noch eine zweite Stage umdrehen. Weil es nicht ganz ausreicht. So. Jetzt muss ich natürlich kinetisch auch wieder das hinzufügen. Und dann oben rutschenmäßig noch ein bisschen Zeug. Damit das Ganze fliegt. Ah ne, den Kopf brauchen wir ja nicht. Ich würde vielleicht...
Ich will vielleicht noch einen von denen hinzufügen. Und hier links und rechts jeweils nochmal Flossen. Damit das gut zusammenpasst. Und dann zwei Sauerstoffflaschen hier. Links, rechts und Treibstoff. Dann kann ich aber wahrscheinlich auch keine Pumpe mir noch leisten. Dann kann ich nicht mehr zum Beispiel. Das ist zum Beispiel scheiße jetzt. Ich brauche aber eine Pumpe, Treibstoff rein theoretisch. Der hält 230, der hält 200. Bauen wir noch eine Pumpe ein. Ein Doppelinjektor. So, und hier muss dann noch ein Stop-and-Go-Teil rein. Was uns hier hält. Aber also ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich übertreibe schon wieder mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.